Hey Leute, hier ist wieder Retro-Jaw am Start. Vielen Dank fürs Einschalten zu einer Runde Super Nintendo. Und wir spielen auf dem Analog Super NT und zwar Super Punch-Out. Das wohl berühmteste Boxspiel aus Nintendos eigener Schmiede. Zu besonderer Berühmtheit ist natürlich der erste Teil auf dem NES gelangt, der ja ursprünglich mal die Mike Tyson-Lizenz hatte und als Mike Tysons Punch-Out unterwegs war. Da war Iron Mike natürlich der Endboss. Die Lizenz ist dann irgendwann ausgelaufen, beziehungsweise war das da, glaube ich, mit dem Skandal damals, dass Mike Tyson da irgendwie, weiß ich nicht, Nutte erwürgt hat oder irgend sowas in der Richtung. Ich bin da nicht ganz sicher, was genau da gewesen ist. Ist auch egal, wir spielen den Super Nintendo Ableger Super Punch-Out. Ich habe das zwar schon mal gespielt, ist aber schon eine ganze Weile her. Und ich bin nicht so der King, was Sportspiele angeht. Schon gar nicht irgendwie Boxen oder so. So, wir heißen natürlich Joe, ist klar. Championship, Button Setting, ne, Championship, ne? Fangen wir mit dem ersten Circuit an. Gegen Gabby J. Let me win. I've lost so many fights, I forget how winning feels. Tut mir leid, alter Freund. Ich muss dir jetzt erstmal hier Backenfutter verpassen. Sprachausgabe gibt's auch. Yay, sagt er. So, genau. Ich glaube, wenn ich gar nichts drücke, dann blockt er. Ja. Und dann, genau, und wenn ich nach oben drücke, dann schlägt er eine Gerade. Und wenn ich keine Richtung drücke, dann macht er hier Body Blows. Die anderen Knöpfe sind für nichts gut. Ja, komm her. Da hat er mich erwischt. Da habe ich nicht aufgepasst. Unten gibt es noch diese Special-Anzeige, die ich jetzt gerade verkackt habe zu füllen. Wenn die voll ist. Da. Boom, boom. Dann kann man, glaube ich, mit Dreieck. Na, was machst du? Dann hat man entweder, ich weiß gerade nicht, beide Knöpfe gleichzeitig drücken oder mit Dreieck kann man dann da so einen super Uppercut oder sowas machen. Was macht der denn? Wieso heilt er sich? Ja, ja, come on. Ach, scheiße. Scheiße, da hat er mich voll. Ich hab zu spät gedrückt. Hat er mich voll umgenatzt. Kann ja wohl nicht sein, dass ich den ersten Kampf hier verliere. Den holen wir jetzt mal aus den Latschen, den alten Sack hier. Ah je. Keine Glanzleistung, die ich hier präsentiere. Es gibt hier, glaube ich, auch ein paar Charaktere, die im ersten Punch-Out dabei waren. Irgendwie Glass Joe oder sowas gibt's auch noch. Da liegt er. Wird angezählt. Das wird aber nicht reichen. Nee, das reicht natürlich nicht. Ja, genau. Auf A macht man dann hier Bam Bam Bam, wenn die Leiste unten voll ist. Wenn er dann nicht zwischendurch blockt. Und da haben wir ihn ausgenockt. Reicht das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, da steht dann nochmal auf. Das wird dann auf den TKO rauslaufen hier. Ich schaff's einfach nicht, da auszuweichen. Ich bin da zu doof zu. Ja, das war's jetzt aber. Da liegt Gabby Joe auf dem Boden. TKO. Little Mac hat gewonnen den ersten Fight. Es gibt ja auch so ganz völlig abgespacede Charaktere. Irgendwie so ein Rasta-Typen, so ein Bob Marley-Verschnitt. Dann gibt's so eine Bruce Lee-Figur. Und so ein, genau, jetzt kommt der Bärhacker hier, irgendwie so ein fetter Hillbilly mit Latzhose. Die Figuren finde ich total geil. Ich mag den optischen Stil von dem Spiel hier wirklich, wirklich gerne. Den Wii-Teil habe ich übrigens nie gespielt, denn wie der ein oder andere vielleicht weiß, ich bin kein großer Fan der Wii. Ja genau, dem in den Wanz zu hauen bringt irgendwie gar nichts. Da lacht er nämlich nur müde drüber. So, da muss man dem nämlich ausweichen. Und dann kann man dem ein paar Mal hier schön eine zwiebeln. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Nicht getroffen.
Hätte fast geklappt, aber nur fast. So, ein bisschen Button smashen, dann kriegen wir wieder ein bisschen Leben zurück hier. Jetzt aber. Da dreht er seine Pirouette und geht zum Boden. Das war's aber noch nicht. Das wird nicht reichen. Erzählt doch mal, habt ihr die NES-Version von Punch-Out gespielt? Kennt ihr die Super Nintendo-Version? Was sind eure Lieblings-Box-Spiele auf den 16- und 8-Bit-Konsolen? Gibt es da noch andere Titel, die an Punch-Out rankommen? Lasst es mich wissen. Ich bin da immer sehr neugierig. Ich kenne ja auch längst nicht alle Spiele, die es gibt. Da habe ich wieder versucht, ihm in den Magen zu hauen. Das klappt natürlich nicht. Boom, 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 boom. Jetzt haben wir ihn ausgenockt. Das müsste es gewesen sein. Ne, steht doch nochmal auf. Dann müssen wir noch ein drittes Mal ausnocken. Gerade voll spannend hier. So, das war's aber, mein Freund. Ich bin ganz gut unterwegs heute, muss ich sagen. Als ich das damals das erste Mal gespielt habe, habe ich überhaupt gar kein Land gesehen. So kann es natürlich gehen. Aber irgendwann lernt man natürlich auch so ein bisschen die Patterns. Darum geht es in dem Spiel ja eigentlich auch. Also man muss die Schlagabfolgen der Gegner so ein bisschen auswendig lernen. Dann ist das auch alles gar nicht so schwer. Jetzt kommt Piston Hurricane. Wenn ich mich nicht recht täusche, ist der ein bisschen schneller. Und dann muss ich ein bisschen mehr ausweichen zwischendurch. Na, na, komm schon. Boom. Na? Ah, da hat er mich erwischt. Ah. Jetzt macht er hier voll den... Ah, das ist ja den letzten... Da hätte ich gerade ausweichen müssen. Komm mal her, Typ. Keine Chance, ich hab's gerade nicht hingekriegt. Also er schlägt immer oben, unten, oben, unten, oben, unten. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Da haben wir ihn auch ausgenockt. Aber der macht das eine ganze Weile lang. Und wenn man da nicht wirklich konzentriert bleibt, dann hat man ganz schnell den Ansatz verloren, wie man ihn da am besten ausweichen muss. Muss ich hier mal gerade ein bisschen konzentrieren. Na komm, wie heißt du nochmal? Hurricane Joe oder keine Ahnung was. Oben, unten, oben, unten. Ah ne, und dann kommt der Uppercut. Und den muss man ausweichen, genau. So, zweite Mal auf die Bretter geschickt. Einmal schaffen wir noch und ich glaube, das reicht dann auch so als Einblick in Super Punch-Out. Wie gesagt, ich bin sehr neugierig, ob ihr Erinnerungen an dieses Spiel habt, ob ihr Erinnerungen an die Serie habt, vielleicht auch an den NES-Ableger. Findet ihr die Wii-Version hiervon vielleicht irgendwie total geil? Kann ja auch sein. Das würde mich alles interessieren. Lasst es mich wissen. So, jetzt haben wir ihn aber langgelegt. Boom, da haben wir ihn schön in die Ecke gepfeffert. Da wird er gar nicht mehr angezählt. Das ist das dritte Mal, dass er zu Boden geht. Wer sich mit Boxen ein bisschen auskennt, tue ich überhaupt nicht. Aber ich weiß, dreimal zu Boden ist technischer Knockout. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, Leute. Das war's von mir. Retro Joe out.